Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Lego City Undercover. Hab ich das jetzt schon wieder so komisch betont hier beim Sprechen? Okay, wir haben jetzt ja zum Abschluss der letzten Runde. Ne, da oben war ich ja schon. Haben wir ein bisschen Zeugs nebenher gemacht. Jetzt will ich mal schauen, was hier von der Videobotschaft mich beim letzten Mal schon versucht hat zu erreichen. McCain! Durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es Chan gelungen, abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still! Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Na super. Müssen wir zu Kollegen Huckleberry jetzt, oder wie? Boah. Naja. Müssen wir wohl machen. Wird schon was bei rumkommen. Also gut, schnappen wir uns mal unsere Karre. Oh, unser Auto steht ja. Komisch, da steht sie ja parat. Geh zu Sheriff Huckleberry's Büro. Renn ins Auto. Folge den grünen Stats. Ey, super, jetzt hätte ich das das erste Mal machen würde. Platz da, Polizei! Meine Schuld war das nicht. Wow. Hey. Echt, hey, bist du auch, wo du läufst. Also gut, fahren wir mal zu Sheriff Huckleberry. Oh, jetzt habe ich auch ein Turbo. Wo kommen die denn her? Aus dem Weg. Wuhu. Oh, genau, er hat aufgesetzt. Oh, ist mir nicht leicht verfahren. Moment. Ah, den geht's sicher gut. Hier geht's lang. Ja, auf dem Gamepad sehe ich ja auch nochmal eine genauere eine Spur, der ich folgen muss. Jetzt, wenn ich ja mal hier bin, pass mal auf. Hier ist Geröll. Einfach so, oder was? Nein, kein Geröll liegt einfach so in Lego City rum. Jetzt mal gucken, was ich hier finde, hier an dieser Brücke. Ja, okay. Ach, hier brauchte ich... Wo kriege ich ihn hier? Das ist eine Rex Fury Statue. So eine, wie wir schon im Kontrollzentrum gesehen haben. Aber ich brauche ja Dynamit natürlich. Ja, okay. Aber ich kriege ja nirgends so Dynamit her. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, auf Dynamit zu kommen? Auf der Straße? Naja, keine Ahnung. Okay, fahren wir nochmal zurück zum Huckleberry hier. Der heißt nicht Finn mit Vornamen. Mit Nachnamen. Ach, jetzt machen wir wieder den Sprung hier raus aus dem. Wuhu! Und nochmal einen hinterher. Komm. Ach, Mann. Mit Turbo. Och Mann, was auch Mann. Manchmal redet er mit sich selbst immer her. Ja, wir müssen wieder ein paar Münzen einsammeln, weil wir ja auch einiges ausgegeben haben die letzten paar Male. So für alle möglichen Sachen, die wir so gefunden haben. Deswegen heißt es sammeln. Ich habe irgendwie schon mein Dach verloren, kann das sein? Ich habe auch noch gar nicht so viel entdeckt hier in der
Abseits der Wege. Hier war ich aber, glaube ich, schon mal. Kann das sein? Ja, ihr seht, ich bin gerade ein bisschen erkundungsfreudiger. Oh, hier oben. Idyllisch. Idyllisch. Ich höre ein paar Schafe. Lass mich gerade mal hier hochschauen. Er ruft nicht schon wieder an. Wieso hast du dich noch nicht bei Huckleberry gemeldet? Ich gehe ja schon. Aber fix, sonst kannst du dir gleich einen neuen Job suchen. Ich bin auf dem Weg, Chef. Ich bin auf dem Weg. Ich muss hier noch was finden. Was untersuchen. Hey, die Häuser hier sind ganz cool. Das hier unten ist... Ach ja, das Diner, da waren wir schon mal hier im Diner. Und was finden wir hier? Oh. Irgendwas gibt's hier. Gleich wieder... Ach, da oben am Baum. Seht ihr am Baum? Da hängt was. Mhm. Auf die Tür. Und was finden wir hier? Oh. Ein Stein, jawohl. 1000 Legomünzen. Ja, wie komme ich denn da oben auf den Baum drauf? Wo war es jetzt? Da oben auf dem Baum. Muss ich da aufs Dach? Ich muss hier auf das Dach irgendwie. Wie komme ich denn da aufs Dach? Da drin im Haus ist auch was versteckt. Komme ich da ran? Ne, hier komme ich irgendwie noch gar nicht dran. Und da oben komme ich auch noch gar nicht drauf. Oh Mann. Mir fehlen noch so viele Extras hier, die ich noch nicht freigespielt habe. Noch so viele Charaktere. Was ist denn hier? Hier kann ich lauschen, ne? Habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Hier kann ich auf jeden Fall mal einbrechen. Und da drin... Oh, hier kriege ich was. Und zwar... Freigeschaltet. Doogie Dugares. Okay, weiß Bescheid. Komme ich nicht hoch? Ups. Aber hier konnte ich jetzt doch gerade was... Oh nee, das war auch nichts zu machen für mich. Da fehlt mir noch... Ja, ist noch gesperrt. Oh, da hinten ist eine Burg. So Gold. Also gut, hier kann ich jetzt gerade gar nichts mehr machen. Ich kann nur mal gucken, was kann ich denn hier... Ist ein Vogelhäuschen? Hm. Okay. Keine Ahnung, was ich damit machen muss. Ein Superbau. Okay, da brauche ich aber noch mehr Steine. Da komme ich auch irgendwie hoch. Mir fehlt noch so eine ganz bestimmte Fähigkeit, um so manche Sachen zu erreichen, die höher liegen. Gab's da nicht mal, habe ich nicht mal irgendwo was gelesen von so einem. Ach, wie heißen die Dinger hier? Ah, auch bekannt aus dem Intro von Ein Gold für alle Fälle. Naja, sagt's mir halt, der so dieser Raketenrucksack. Naja, keine Ahnung. Upsi. Da unten sehe ich noch was, aber dann soll es auch gewesen sein. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Oh, da gibt es Dynamit auf jeden Fall. Aber ich... eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich hier gerade bin. Ich lasse mich hier gerade schon von der Story ein bisschen abbringen. Aber Entschuldigung, das müssen wir jetzt hier auch mal machen. Hier gibt es Dynamit. Bringt mir natürlich nichts, Dynamit mitzunehmen, wenn ich nicht weiß, wo ich damit hin muss. So. Kann ich nur alles zusammenklopfen. Da ist ein Knopf, den ich auslösen kann. Okay, hier gibt es noch eine Münze. Verdammt. Ich dachte, jetzt könnte ich hier irgendwie noch was Cooles machen. Okay, aber anscheinend nicht. Komme ich hier auf den Baum hoch? Auf den Baum komme ich aber hoch.
Den Stein habe ich zumindest. Naja, gut. Dann nehmen wir uns noch den blauen mit. Okay, jetzt wenn wir unser Auto wieder finden, wäre es gut. Ist eigentlich, wollte ich cool sagen. Kann man nicht das ganze Wort raus. So, wo haben wir das Auto geparkt? Ich hab's vergessen. Irgendwo hier unten, oder? Münzen, 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 Münzen. Wo ist denn mein Auto geparkt? Könnte ich jetzt auch eins beschlagnahmen? Hier, das da zum Beispiel. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Naja, gut. Okay, ohne Turbo. Tucka, 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 tucka. Okay, Münzen, Münzen, Münzen. Ach, ich sehe gerade, die Münzen bringen mir gar nicht so viel. Für die Münzen kriege ich nur allen möglichen Zeug, aber ich brauche Lego. Lego Steine, um diese Sachen zu bauen. Da kriege ich zum Beispiel Lego Steine her. Oder hier. Da auch. Ich hänge. Entschuldigung. Was kann ich denn hier machen? Hier kann ich irgendwas machen. Eine verdächtige Spur. Keine Ahnung, wo mich die hinführt. Hinführt, hinführt, hinführt. Der Spinne nach, die Spinne war's. Was eigentlich? Man weiß es nicht. Stunden später. Hier, was gibt's denn hier zu finden? Ja, okay, irgendwas, was ich noch nicht machen kann. Mann, oh Mann. So, wo ist mein Auto? Es ist schwer, mein Auto weg. Warum machen sich denn diese Autos immer selbstständig? Oh, wenn ich da hochkommen würde. Was ich... doch, komm ich. Genau. Und hier kann ich jetzt... In diesem Restaurant sollen manchmal Gangs rumhängen. Gangs? Der Lachs. Mein Gedicht! Ja, mein Dorsch war auch hervorragend! Also mein... Haben Sie schon gewählt, Sir? Ich weiß nicht. So das? Kann mich nicht entscheiden. Sagtest du nicht, dass du eher... Okay, jetzt kann ich hier gerade mit dem Scanner und dann ins Dings reinhören. So. Aber der hier ist nicht klar zu hören. Das war sehr lecker. Aber hallo, genau das Richtige vor einem großen Tag voller Schandtaten. Wir hauen bei der Mine alles kurz und klein, oder? Genau das machen wir, denn wir sind die krassesten der Krassen. Ja. Wir sind so böse, dass die anderen Bösen lieb wirken. Im Vergleich. Genau. Ich bin so krass, dass ich nur 10% Trinkgeld gebe. Wow. Auf sowas Krasses war ich echt nicht gefasst. Ja, echt krass. Okay. Haben wir jetzt irgendwie so eine Zwischenquest hier aus? Ah ja, okay. Das ist anscheinend nochmal eine Bonus... Oh, jetzt will ich hier... Oh. Jetzt hätte ich praktisch so viel Zeit, um da zu dem Dings hinzukommen. Polizeiangelegenheit. Okay, mache ich jetzt mal kurz, oder? Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Oh Gott, nee, hätte ich ein schnelleres Auto auswählen können. Moment, ja, der Huckleberry muss jetzt gerade mal einen Moment warten. Ich muss mal gerade zur Mine hinfahren. Ich hoffe, ich finde den Weg noch. Aber das müsste eigentlich da hier dann kommen, oder? Oder nicht?
Hier geht's auf jeden Fall zur... Halt! Verdammt mich. Jetzt bin ich falsch gefahren. Jetzt wäre da vorne rechts gewesen. Ah ja, okay. Ne, wir probieren es aber gerade nochmal. Wir probieren es nochmal. Ja, ich weiß. Okay, wir müssen den richtigen Dings natürlich finden. Jetzt haben wir ja nicht mal ein Auto, gell? Ohne Auto ist es extrem doof. Das ist ein Notfall. Ich möchte mal ein schnelleres Auto finden. Aber der geht. Der geht, mit dem könnte man schaffen. Jetzt muss ich hier rüber. Muss ich dazu fahren. Kurz querfeld rein zur Mine. Ja. Hier hin. gerade so gefunden. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht der Spaß richtig los. Die wollen ja alles kurz und klein hauen, ja? Boah. 5 Unruhestifter. Naja. Einer wenigstens. Gut, Fäuste hoch. Du willst also kämpfen? Das ist nicht fair. Na los, komm schon. Sag meinem Anwalt, es geht um das Übliche. Es geht. Meine Mutter hat das immer kommen sehen. Oder ich... Laufe dir weiter hinterher! Luft weg, ja? Oh, pass auf, das ist mal. Ich krieg dich schon! Krieg dich! Ach, da hab ich noch erwischt! Boah! Juhu, Gangs verhaftet! 116, na super. Und ein goldener Stein. Gibt ihr mir Münzen? Ja. Achtung, Wieso hast Chef. Du dich noch nicht bei Huckleberry gemeldet? Ich bin ich dabei. Gehe ja schon, aber fix, sonst kannst du dir gleich einen neuen Job suchen. Ja. Mann, Chef. Ey. Jetzt bin ich gespannt, ob mein Auto noch da steht. Gut. Mein Auto noch da steht. Oh, das ist nicht mein Auto, oder? Mein Auto stand da. Vorne. Oh, wir nehmen den da. Ne, das ist ja so ein super Rennen. Den da wollte ich nehmen. Super gemacht. Der träumt von Fisch hier. Ich schwimme jetzt einfach mal hier rüber. Da gibt es eine Boot-Challenge. Ey, was es hier alles gibt zu entdecken. Okay, jetzt sind wir endlich da, wo wir eigentlich hin sollten. Und wir haben hier noch eine Umkleidekabine entdeckt. Die basteln wir schon zusammen. Verkleidekabine. Das ist ganz komisch. Oh, dann habe ich jetzt den Ranger Barber. Na komm, pack die Kamera weg. So, jetzt sind wir da. Oh, so. Gut. Endlich. Mal schauen, was der Huckleberry sagt. Ja, muss er irgendwie noch mit der Story zusammenhängen. Chase! Hey! Hi Frank. Was hast du denn angestellt, um hier zu enden? Bist du sicher, dass du ein ausgebildeter Klempner bist, Honey? Natürlich! Gar nichts? Ganz recht, Deputy. Jetzt hab ich dich. Huckleberry steckt nur in der Klemme. Du und ich. Frank, ich komm von vorn und du kommst von der Seite. Falsche Fährte gelockt. Sprich.
deine Gebete? Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Okay. Irgendwie was muss man Bescheid. Die Zeit ja umkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich, außer Frank fliegt durchs Fenster. Die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Der Chief hat mich vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, deine Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich. Also, dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Oh nein. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Komm, Chase. Ich will die Tiere sehen. Das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey, schau mal, Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Nee, ja, okay. Frank ist jetzt schon... Oh, Frank reitet schon davon. Naja, gut. Okay, wir springen jetzt auch aufs Pferd. Und ob ich reiten kann... Chase! Seht ihr ja in der nächsten Runde. Meins hängt im Rückwärtsgang fest. Und es hat keinen Kopf. Und einen ganz komischen Hintern. Du sitzt falsch rum, Frank. Oh. Erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase. Wir sehen uns auf der Farm. Ja, wir sehen uns auf der Farm. Bis zur nächsten Folge. Ciao.